Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, wir haben in der letzten Folge, und da muss ich jetzt nochmal eben auf der Karte nachschauen, da haben wir einen Auftrag bekommen. Ich habe noch mehr im Sumpf zu tun. Finde einen Weg hinein. Ich weiß jetzt nicht, warum das immer andere Sachen sind, aber wir müssen auf jeden Fall einen Weg hineinfinden. Die Frage ist jetzt nur, theoretisch können wir von oben. Ja, genau, dieses Dunkle ist, glaube ich, das, wo das, wo die ganzen, diese giftigen Pflanzen drin sind. Die Frage ist jetzt nur, Moment, hier ist ein Weg, oder? Das sieht gut aus. Da war ich auch schon mal drin. Die Memo hatten wir doch gelesen, oder? Nee, ich glaube, die habe ich übersehen. Oh, Memo von Dr. Marguerite Tour. Dr. Krativas. Michael hat mir mitgeteilt, dass sie Bauroboter in den Maruba-Sumpf gebracht haben, um dort mehrere Forschungszentren zu errichten. Stimmt das? Ich muss darauf hinweisen, dass wir dieses Gebiet noch nicht vollständig kartiert haben. Die Ökologie der Sumpflandschaften kann sehr empfindlich sein. Und die Narilan sagen mir, dass die Sumpfnamen uns immer noch misstrauisch gegenüberstehen. Können wir darüber sprechen? Alle zusammen mit dem Management? Ich denke, wir müssen unsere Pläne überdenken, um jegliche ökosoziale Auswirkungen zu kompensieren. Dr. Tour. So, weil es lag nämlich noch da. Ich hätte es nämlich sonst aufgenommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß, dass da dieses Ding geleuchtet hat, was ich jetzt auch wieder voll habe. Aber ich habe es gar nicht mitbekommen, dass da was daneben gelegen hat. Na gut. Wir haben hier unten. Ach, das war das. Ja, daran erinnere ich mich genau. Und das war nämlich auch das, wo wir nicht hineingekommen sind. Die Frage ist nur, warum? Unser Ziel ist jetzt hier, hä? Wieso hier? Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Nee, aber wenn ich mich umdrehe, ist das Ziel hier. Also unter mir eigentlich. Die Frage ist das jetzt von dieser Seite aus offen oder nicht? Nee, benötigt Strom. Ach so. Ah, ich dachte jetzt, der Strom ist auch für hier. Nee, ist natürlich Blödsinn. Ja. Ist natürlich Blödsinn, weil wir den ja woanders freigeschaltet haben. Wir sollen aber trotzdem angeblich jetzt fähig sein, hier reinzukommen. Aber wir hatten doch, soweit ich weiß, alles gemacht, oder nicht? Da unten müssen wir reinkommen. Und da kamen wir, glaube ich, nicht rein. Ach nee, er hat uns ja jetzt die Karte gegeben. Ich glaube, das war nicht wegen Strom, sondern weil die Karte fehlte letztes Mal. Kann das sein? Ja, genau. Okay, sehr gut. Das ist aber jetzt trotzdem giftig da hinten. Hier können wir noch was holen. Okay. Wo müssen wir denn dann hin? Da hinten sehe ich gar nichts. Auf der Karte sehe ich auch nicht allzu viel. Ja. Nee, so. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, was ich hier machen muss. Ja, lauf, komm. Ich weiß nicht, wie lange. Oh ja, okay. Ich habe das zwar eingestellt, dass das ein bisschen länger hält, aber ich weiß ja nicht, was etwas länger ist. Hier, da unten kommen wir nicht ran. The old Aleph team really got everywhere. Ich habe ja doch gerade irgendwas gehört. Das ist vielleicht unten auf der Plattform. Also von hier oben können wir nicht schießen, nehme ich mal an. Na, da müssen wir näher ran. Aber wie gesagt, ich habe hier gerade irgendetwas gehört, wobei das fies wäre, auf so einer engen Strecke hier kämpfen zu müssen. Ne, das war jetzt noch Zufall hier, ne? Ich höre immer noch was. Die Frage ist, wo? Ich will da jetzt... Oder ist das da oben vielleicht? Ich will jetzt hier nicht irgendwo in irgendein Viech reinlaufen.
muss irgendwo hier sein, oder? Moment, was bist du denn? Oh, jetzt habe ich das Falsche drin. Ach so, das ist das mit der Zeit. Ach, ich bin so blöd. Okay. Dann kann das nicht funktionieren. Okay. Okay, okay. Hä? Ich höre hier doch die ganze Zeit. Was, wo ist denn das Viech? So ein bisschen Sorge, dass mich das jetzt gleich von der nächsten Ecke aus anspringt oder so. Hier ist auf jeden Fall nichts, was ich lesen kann. Warum hat die jetzt den Stab genommen? Hier ist auch nichts zu lesen, glaube ich. So ein bisschen vor wie bei Resident Evil. So um jede Ecke kann ein Zombie sein. Das ist jetzt aber kein böswilliges Wasser, oder? Ja. Was passiert hier? Bin mir nicht sicher. Was macht er denn? Ist er jetzt da hinten? Ich glaube, der ist da hinten stehen geblieben. Okay, hier war mal ein Tor. Ich bin mir jetzt auch nicht so richtig sicher, was ich hier tun soll. Ob ich dem Viech folgen soll. Da kann ich nicht durchschießen. Ah ne, da kann ich auch gar nicht durch. Ne? Ich muss, glaube ich, hier... Ich muss dann sozusagen den langen Weg nehmen. Ist aber kein Thema, solange jetzt hier nicht irgendwas kommt. So. Ich denke mal, dass die wirklich oben drüber gewesen sind. Das heißt, da muss ich jetzt wieder die Kugel einstellen. Nee, so. So, da kann ich hoch. Ach, das war gar nicht das Viech hier. Okay, verstehe. Also, ich dachte, das Vieh war so am Leuchten. Ist da hinten noch irgendwas, was ich machen kann? Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Die Frage ist nur... Da kann ich nicht rein, ne? Ja, dann gehen wir erstmal hier rum. Also, wir haben hier sehr viele Heiltränke, was irgendwie nie ein gutes Zeichen ist. Zumindest bei Resident Evil ist das nie ein gutes Zeichen gewesen. Da kann man nichts machen. Da ist was, oder? Ja. Memo von Dr. Michael Dupont. Hey Margaret, du hast recht. Kratevas hat keine Infrastruktur gegen Verschmutzung eingeplant. Die Toxine aus seinen Experimenten sickern ins Bett des Sumpfes. Ich habe die Bauroboter beauftragt, ein Pumpsystem zu errichten. Und es hat funktioniert. Aber dann hat Kratevas angeordnet, es abzuschalten, um Energie für andere Prozesse zu sparen. Ich bin ratlos. Ich kann nicht über seinen Kopf hinweg handeln. Das Management macht mich sonst einen Kopf kürzer. Dein Freund Michael. Ja. Das haben wir auch schon rausgefunden, ne? Das ist zu, oder? Da kann man nicht ran. Es ist zu. Okay, 27 haben wir wieder. Ich glaube, ich bin jetzt auch dummerweise die Falschen am... da hinten ist es. Die Falschen am Einsammeln. Da kommen wir nicht durch, nehme ich mal an. Ich meine, ist schon klar, dass wir dem Vieh folgen müssen. Aber kann ja sein, dass hier irgendwo noch was ist oder was liegt oder was zum Lesen ist, ne? Okay. Hier ist alles komplett überwuchert, aber lesen können wir hier nicht, so wie es aussieht. Warum ist das da so dunkel? Ja, ist wahrscheinlich hier unter Tage, ne?
Wir sind jetzt noch nicht oben angelangt. Also erstens, warum hat die den Stab jetzt in der Hand? Gibt es doch nichts, wo ich drauf zielen kann. Und zweitens, wie kommen wir jetzt da durch? Da ist auch nirgendwo was zum Zielen. Ach, ich bin so doof. Oh, oh. Ist das eine Riesenratte? Totally awesome. Tabitha? I think I found your TA. Really? What does it look like? Can it move? It's kind of snaky and big. Well, that's fine. The transporter tech can manage. I'll send some bots. Just give me the word. Wait, hold off for now. The creature looks like it's trapped by the infection. Then clean it up, Agent Hamilton. Kratovas? Dr. Kratovas has asked to join in some calls, Vic. He insisted. We can't risk an infected creature on the bioarc, Agent Hamilton. But I want that specimen. Free it from the infection and ensure it's clean. Kratovas out. Now I take orders from this slime ball? Ugh. Es ist auf jeden Fall gesund. Es ist giftig, gepanzert, schwerer Ansturm. Kann rissige Steine oder Wände durchbrechen. Kann schwache Antares-Säulen niederreißen. Es ist aber nicht direkt infiziert, so wie sie das gesagt hat. Die Frage ist, kommen wir jetzt da hinten entlang? Oder ich glaube, ich gehe erstmal lieber hier rum. Oder greift ihr uns dann an? Boah, das sieht so imposant aus. Ach, sorry, Leute, aber ich muss mal eben einen Screenshot davon machen. Ich glaube, das wird mein Coverbild. Ah, gut. Wir sind hier runtergesprungen. Das heißt, diese ganzen Seiten hier haben wir quasi noch nicht erkundet. Beziehungsweise nur von der anderen Seite erkundet. Oh, ist das riesig hier. Ach du Schande. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier gar nichts mehr. Aber wenn wir hier so viel Heilung extra bekommen, das zu, oder? Kann ich da durch? Nee. Wenn wir hier so viel Heilung extra bekommen haben, befürchte ich tatsächlich, wir müssen da noch gegen kämpfen. Okay, wir kommen da nicht rein. Da offenbar auch nicht. Ach nee, Moment, kann man das? Nee, das kann man nicht, ne? Dass das so hoch schwebt. Das wäre übrigens der falsche Zauber gewesen. Sieht aber nicht so aus. Ach so, da ist was. Und ich wundere mich die ganze Zeit, dass sie das Ding in der Hand hat. Na gut. Okay, die Frage ist nur, da komme ich nicht rüber, oder? Oh doch. Okay. Die nächste Frage wäre, bringt mir das jetzt irgendwas? Da kommen wir nicht rein, ne? Das ist wieder zu hier. Oder? Moment. War da hinten noch irgendwas? Oder war das vielleicht noch was zu lesen? Auch nicht. Oh, hi, ich bin hier oben. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die wirklich jeden Schritt von mir kontrolliert. So. Hallöchen, meine Auswüchse an Vollendes, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das nochmal? An Welken. Hier ist nichts. Wie komme ich denn jetzt zu der unten? So, du bist wieder das, was ich schon voll habe. Nichts zum Lesen.
gut. Da kann ich noch durch. Das ist nicht infiziert. Ach, das ist der Raum. Okay, die Frage ist, komme ich von da aus wieder raus? Ich hoffe. Bitte mach mir einen Weg frei, wie ich wieder rauskomme. Ah, das sieht gut aus. Ich weiß nur nicht, ob er dann da bei dem Riesenviech auf einmal wieder auftaucht. Da war irgendwo da. Dr. Kratevas, Kommuniqué 1, was die Bioarche betrifft. Die Naturschützer werden sie lieben. Sie wird die Kreaturen im stabilen Zustand halten und alle Funktionen eines typischen Schutzgebietes erfüllen. Aber natürlich hat sich das Ziel nicht geändert. Wir werden unseren zukunftssicheren Bestand an Exemplaren bekommen und alle pharmakologischen Anwendungen, die sie mit sich bringen. Wenn das Sammlerteam kommt, teilen sie ihnen mit, dass der Code für den Testflügel 5399 ist. Alles, was sie benötigen, befindet sich dort. Stift, Stift, Stift. 5399, das ist der Testflügel. Ich gehe mal davon aus, dass man das nicht selber eingeben muss, weil bisher hat die ja auch alles selber gemacht. Aber ich kenne mein Gedächtnis. BioArc war seine Idee. Es ist nicht, was wir denken, at all. Und ich hoffe zwar immer, dass man das da nochmal nachlesen kann, aber ich weiß es ja nicht. Okay, gut. Die kann man öffnen. Dann kommt man wieder hier hin. Wieso konnte ich das dann vorher nicht öffnen? Oder habe ich es einfach nur nicht probiert? Das kann auch sein. Hi, ich bin immer noch hier. Bin noch beschäftigt. Okay. So, dann laufen wir, glaube ich, jetzt den gleichen Weg wieder zurück, ne? Da geht es aber noch höher. Ah, nee, Moment. Das war das, wo wir... Ja, ja, genau. Das war das, wo wir rumgelaufen sind. Okay, dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Entferne das Welken. Hier können wir nicht rum, aber hier höre ich irgendwas Komisches. Das finde ich nicht gut. Moment, weshalb bist du jetzt hier wieder... Da hinten ist was Gelbes. Das hört sich nicht gut an. Das sieht nicht gut aus. Aber da komme ich gar nicht durch. Moment. Aber ich denke... Das ist nur eine Pflanze, oder? Dahinter. Kann ich da durchschießen? Muss ich das überhaupt? Kann ich von mir aus vielleicht? Kann ich da rein? Ich kann da rein, kann ich? Ich hoffe, ich komme auch wieder raus. Moment, wir gucken mal eben. Hier oben habe ich jetzt nichts mehr, was ich noch irgendwie lesen kann oder so, ne? Nee, gut, dann springe ich da mal rein. In der Hoffnung, dass hier nichts ist. So, dann soll ich mich dem Riesenviech, glaube ich, da der Schlange nähern, wenn ich... Ja, genau. Oh, ich dachte gerade, da hinten sitzt einer. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Weil da hinten leuchtet noch was. Kann ich da stehen? Ich denke, das wird jetzt eine schnelle Nummer werden hier. Deswegen... Got the code. Kommuniqué 2. This is all wrong. I've got to tell Tab. So, Datenbank. Moment, hier. Tagebuch? Nee, Tafeln sind das, oder? Genau. Kommuniqué 2. Dann können wir das nämlich nur mal eben im Nachhinein durchlesen. Dr. Kratevas, Kommuniqué 2. Diese Bioarche ist unsere beste Chance, das Ethikkomitee auszutricksen. Es ist ein äußerst wichtiger Plan. Sagen Sie dem Management, sie soll aufhören, an den Nägeln zu kauen und mit dem Bau beginnen. Was die Infektion betrifft, so hat Dr. Tour recht... Upsa, ich bin aus Versehen rangekommen. Was die Infektion betrifft, so hat Dr. Tour recht. Auch wenn ich das nicht gerne zugebe. Sie breitet sich durch die Anwesenheit von Menschen schneller aus. Wenn wir hier bleiben... Okay. Sagen Sie dem Management, Sie sollen unsere Finanzierung stoppen, umgehend. Saugen Sie sich irgendeine Ausrede aus den Fingern. Dieser Planet ist eine ergiebige Ressource, aber wir müssen zurückkommen, wenn er reif ist. Mit freundlichen Grüßen, Kratevas. PS, da die nächste Abholung von Extrakten die letzte sein wird, teilen Sie dem Sammlerteam mit, dass der Code für die Labore
viermal die Null ist. Es hat keinen Sinn, jetzt noch auf Nummer sicher zu gehen. Okay, Labore, viermal die Null. Keine Ahnung, ob das jetzt für uns wichtig ist. Ich schreibe es trotzdem mal zur Sicherheit auf. Gut, dann. Achso, hier sind wir eben reingekommen, genau. Dann gehen wir jetzt zu dem Schlangenwesen hier. Du siehst so traurig und müde aus. Hey, hallo. Tabitha? I'm with the Marisic, but there's something I need to tell you. Of course. What's the... Have you cleaned the infection? How does the creature look? Is it healthy? Agent Lincoln, prepare the bots. Wait, Tab, listen. It's about... Leave to Ava what is Ava's. Vic, Vic! It's... dead. What? Agent, are you sure? I'm sure. The Marisic, the TA, it's dead. I guess I didn't remove the infection in time. That is disappointing. I hope your future captures prove more competent. Cronovus out. Vic, sorry. We always knew we wouldn't be able to rescue all the creatures. Yeah. You'll be okay. I know it's hard for you. Losing something. I'll be okay. Thanks, Tab. Come back to the grasslands. You did everything you could. I know. It wasn't my fault. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und du bist eine Mama? Ehrlich? Was soll man jetzt? Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Moment, aktiviere die Pumpen. Wir müssen hier rum. Damit das hier wieder sauberer wird, nehme ich mal an. Da geht er runter. Jetzt kommt er nicht mehr raus, weil er viel zu tief ist. Did that reduce the toxins? Maybe Ukup will stop protesting now. Guess who just walked back into New Lanlania? I have some idea. I'm gonna have to leave you, Mama Snake. Oh, kann ich irgendwie nur mal mit dir kuscheln vorher? Oh, warte. Ich muss als Andenken... Ja, ich weiß, euch nervt das jetzt total, aber ich muss als Andenken... Ja, das sieht ja jetzt richtig scheiße aus. Nee, komm, guck noch mal genau. Guck noch mal mit den Augen offen. Das speichern wir in der Galerie. So... Ich lasse dich da mal alleine mit deinen Babys, Schlangenmama. Ich denke mal, ich muss hier jetzt hoch, oder? Weil das ist gerade so schön vor meiner Nase hier. Muss dich leider alleine lassen, aber ich hoffe, dass es dir jetzt wieder besser geht. So, ich dachte, weil das jetzt direkt vor meiner Nase war. Aber was habe ich denn dann die ganze Zeit gehört? Ich habe doch nicht hier die Schlangenmama gehört. Ah, okay, da kann ich hoch. Stimmt, wir waren ja immer noch in diesem Ding hier unter der Erde quasi. Aber ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie von der anderen Seite oder so. Kann sein, dass ich die gehört habe da hinten. Nun gut, jetzt muss ich mal eben schauen. Also, wir können darum... Da hinten sind die sich am Streiten. Ich will natürlich nichts verpassen, deswegen gucke ich hier nochmal kurz in der Ecke. Was ist das denn hier? Ja, das ist ein Kabel ohne Ende. Auch nicht schlecht. Beziehungsweise ein Seil ohne Ende.
Gut. Ich glaube, von dieser Seite aus soll ich eigentlich gar nicht da hinkommen, aber egal. Ja, dachte ich mir schon, dass ich das falsch angewählt habe. Da hinten sind zwei und hier vorne ist der in der Erde. Oh ja. Hey, I'm doing this for you. Okay, ich dachte gerade schon, er kommt jetzt hier rüber. Alpha-Basis. Moment, ihr Lieben. Kann ich da noch irgendwas einschalten? Nee. Ich dachte, da müsste ich jetzt nochmal Strom oder sowas anmachen. So, ihr seid umgewandelt. Ihr seid da hinten zu... Nee, zu dritt sogar. Okay. Greift mich nicht an, ne? Ja, wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, natürlich. Sobald man den anvisiert hat. Okay. So. Ihr lieben Mitbewohner. Wen brauche ich denn heute? Moment, ich brauche erstmal einen zum Ausgraben. Hallo, Jungs, kommt mal her. So, in der Richtung sehe ich nichts. Aber wir haben hier was. Wenn, dann lege ich das halt alles mal eben frei. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass hier so ein Paket oder sowas freigebuddelt werden kann. Aber, ne, besser, man macht mal eben alles frei. Da hinten hatte ich doch noch... Ja, genau, da hinten. Habe ich auch noch was gesehen. So, dann... Gucken wir mal eben, was mit dir ist. Kannst du hier noch irgendetwas machen? Normalerweise würde ich sagen, du musst doch irgendeine Aufgabe haben, sonst wärst du nicht hier. Aber... Ich sehe jetzt so spontan gerade gar nichts irgendwie. Alter! Schreck mich doch nicht so. Gut. Ja. Die Sachen kann ich zwar noch aufsammeln, aber sonst habe ich nichts. Das heißt, ihr müsst hier... Moment, damit. Ihr müsst hier mal eben ohne mich auskommen. Achso, es geht automatisch an. Die Tiere können die hier durch... Ne, Moment, da drin... Da ist eine Pflanze drin. Gott. Okay, Moment. Nee. Aha. Okay. Haben wir denn alle? Der da hinten ist auch mitgekommen, oder? Ja, sieht so aus. Hallo? Geht der doch ein bisschen freundlicher hier? Kommt mal mit. Ich bin mir doch sicher, wo ich euch hinbringen muss. Ich weiß noch nicht genau, komme ich hier runter? Ja. Okay, das erklärt dann auch, warum das von Anfang, also Anfang, ne? Aber von relativ zu Beginn, warum das immer noch hier drin ist. Sehr cool. Jetzt sind die anderen... Ach, Leute. Jungs, kommt doch mal mit hier. Und du sollst den da hinten nicht blockieren? Du kommst auch mit. Komm. Zwei von denen? Du bist immer noch hier. Ja, meine ich doch. Wir hätten noch zwei von denen. Wo sind der andere jetzt hin? Oh, ist das dein Ernst? Wieso kommen die nicht alle mit? Warum stehst du denn so doof da? Komm mal her. Komm her, bei Fuß. Fuß. Ich hoffe, dich brauchen wir hier eh nicht mehr, weil ich meine, wir hätten alles soweit gemacht mit denen, die hier waren. Brauchen dich eh nicht mehr, wie sich das anhört. Wir brauchen dich eh nicht mehr, deswegen teleportieren wir dich jetzt nach oben. So, kehre zu U-Cup zurück. Sehr schön. Das heißt, wir haben dann hier die Aufgabe erledigt. Wir haben dann da auch... Wo ist denn jetzt die Karte? Wir haben dann da auch soweit...
Ja, soweit alles gemacht, ne? Wo war Okap? Der war hier. Das heißt, von hier aus müssen wir dahin. Nee, Moment. Da ist das Tor. Da konnte ich raus. Der war irgendwie, da ging es, glaube ich, runter, ne? Das war doch die Abkürzung, wo ich dann am Ende gewesen bin, wo ich dann hochgegangen bin, meine ich. Ach, ich dachte gerade, da steht einer. Oh, mein Gott. Moment, ist der jetzt hier im Dorf? Ach, der wartet gar nicht da, wo wir ihn getroffen haben, oder wie? Oh, Hallöchen, aber du bist schon inaktiv. Hätte ich dann auch einfacher machen können. Ich weiß noch, wie ich da so ganz blöd zwischendurch fotografiert habe. Das weiß ich noch, als ich hier hingekommen bin. Die sehen irgendwie aus, als ob die besoffen sind. Keine Ahnung. So, Ukup. Hallöchen. Oh, hey, Ukup. Ich sehe, dass du nicht mehr so unbeugsam bist. Wir sind so unbeugsam wie eh und je. Ihr Menschen habt eine Menge zu verantworten, weißt du. Aber vielleicht haben deine Taten heute geholfen. Also, gute Arbeit. Eins verstehe ich nicht. Ich habe einige Pumpen im Forschungszentrum angeschaltet. Ich hatte erwartet, dass das Sumpfwasser inzwischen sauber wäre, aber es sieht immer noch vergiftet aus. Natürlich ist es das. Es wird Jahre dauern, bis es wieder sein normales Schlammgrün hat. Jahre! Ava hat nicht mehr so viel Zeit. Doch, das hat sie. Ihr Namen liebt es echt, die Wahrheit zu verdrängen. Und ihr Menschen liebt es, eure Schuld mit sinnlosen guten Taten mindern zu wollen. Kulturen sind schon interessant. Ja, was soll man dazu sagen? So ganz unrecht hat er ja nicht. Wir müssen jetzt wieder mit Nimar sprechen. Aber bevor ich da jetzt irgendetwas Neues trigger, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wieso blinke ich hier eigentlich so? Keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt vorher noch nicht aufgefallen. Wird aber bestimmt vorher auch schon gewesen sein. Ja, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann schauen wir mal, was Nimar noch alles zu erzählen hat. Er und Trilo, denke ich mal, haben sich ja jetzt auch längerfristig unterhalten können, während ich hier diese ganzen Sachen erledigt habe. Und oh, ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ich bin noch mehr gespannt mittlerweile darauf, ob wir wirklich den Planeten retten müssen. Ob das Retten eigentlich daraus bestand, dass wir das Welken bekämpft haben. Ne, alle Taten, die wir bisher gemacht haben. Oder ob die Namen am Ende sagen, was sie ja eigentlich schon gesagt haben, Leute, bringt alles nichts, wir bleiben hier und unsere Tiere, gebt ihr die mal bitte zurück, so nach dem Motto. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, was sie getan hat, dass sie die Schlange befreit hat sozusagen und dass die jetzt ja hoffentlich in Ruhe ihre Kinder aufziehen kann. Nur was dann natürlich mit denen passiert, ich hoffe, das werden wir noch rausfinden im Laufe des Let's Plays. Und ich hoffe inständig, dass es alles noch ein gutes Ende haben wird. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!